Vergrößern, Verkleinern. Pontus Jansson droht für das Duell mit Deutschland auszufallen. Urheberrecht Getty Images. Gleich drei Spieler sind bei Schweden vor dem Spiel gegen Deutschland erkrankt. Der Trainer gibt dennoch die Hoffnung nicht auf. Sorgen im schwedischen Lager vor dem Duell am Samstag gegen Deutschland ab 20 Uhr im Live-Ticker, wie Schwedens Trainer Janne Andersson am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem zweiten Spiel verriet, sind Pontus Jansson, Filip Hylander und Markus Roden zunächst nicht mit an den Spielort Sochi gereist. Das Trio beklagt Magenprobleme, der Einsatz der drei Spieler wird sich erst kurzfristig entscheiden. Aktuell befinden sie sich noch im 280 Kilometern angeschlagenen Gelenkschick, wo die Schweden ihr Lager aufgeschlagen haben. Von dort aus sollen sie morgen nach Sochi einfliegen, Telin angeschlagen, wir wollten kein Risiko eingehen. Deswegen sind die Spieler nicht mitgereist. Wir hoffen, dass sie wieder zu uns stoßen werden, sagte Andersson. Für Jansson würde wohl Viktor Lindelöf in der Innenverteidigung beginnen. Angeschlagen ist außerdem Isaac Telin, dessen rechter Fuß getebt ist.